Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part Pokémon Showdown. Heute mal wieder im ZU-Tier mit einem Team von einem Zuschauer, und zwar Dewgod. Das ist ziemlich cool, das Team, muss ich sagen. Ich habe mir das mal angeschaut, beziehungsweise hat er mir eine sehr ausführliche Erklärung dargelassen. Deswegen auch vielen Dank an dieser Stelle. Ihr könnt mir auch gerne Teams einsenden. In der Videobeschreibung ist ein Google Docs Formular verlinkt, darüber könnt ihr mir Teams einsenden und auch gerne Beschreibungen dazu schreiben, weil dann kann ich auch mir ungefähr vorstellen, wie ich das Team spielen soll. Und ja, er hat wie gesagt eine sehr ausführliche Beschreibung gemacht und das hat mir auch gezeigt, dass das Team auf jeden Fall schon gut ausgetestet wurde. Und zwar ist es ein Rain-Team, also ein Regenteam im ZU-Tier rund um Valdas Illumise, was ich ziemlich cool finde. Dann noch Walband, Barschuft, Punusbeere, Siberio, ein Volbeat mit dem Nassbrocken, ein Swarones mit dem Wasser-Z-Kristall und das gute alte Stunfisk, also Flunschlick mit der Gaubebeere. So, er meinte auf jeden Fall, dass ich sehr oft mit Illumise leaden kann, wobei ich das jetzt wahrscheinlich in dem Matchup nicht unbedingt machen möchte, wobei ich es trotzdem machen kann, weil er Geowatz hat und dann kann ich ihn schon mal anchippen, weil er wahrscheinlich sowieso Sturdy spielt, also die Robustheit. Ich glaube, das ist sogar relativ schlau. Ja, finde ich ganz gut. Weil Sache ist, dass Illumise die Fähigkeit Tinted Lens hat. Kennt man ja von einigen Pokémon. Und, also wie zum Beispiel Yanmega oder Omot. Und damit sind nicht sehr effektive Attacken nicht komplett nicht effektiv. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also es ist halt, es ist stärker, ne? Also zum Beispiel jetzt hier mein Bugbuzz wäre normalerweise resisted auf einem Kampf-Pokémon und es ist aber nicht halt komplett resisted, ne? Ich hoffe, es ist nachvollziehbar. Also durch Tinted Lens macht man doppelt so viel Schaden gegen nicht effektive Pokémon, beziehungsweise gegen Sachen, die normalerweise nicht effektiv getroffen werden. Gut, ich habe das irgendwie ganz weird erklärt, aber ich hoffe, es ist nachvollziehbar. So, wir sehen auf jeden Fall Savelli Fighting. Ich denke mal, dass Bugbuzz Specs sogar das Ding Toolkit und könnte. Ich überlege aber gerade, ob ich einfach in Swanna gehen möchte. Wobei der durchaus T-Bolt spielen kann. Also ich meine, Savelli kann T-Bolt. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Fighting-Ding spielt. Ich habe halt keine Ahnung vom ZU, immer noch nicht. Aber ich bin mal gespannt, wie ich mich hier so schlagen werde. Ich glaube, ich gehe einfach mal für Bugbuzz. Ich glaube, das sollte prinzipiell okay sein. Er bleibt tatsächlich drin, geht für Multi-Attack, ist normalerweise resisted, aber durch Tinted Lens macht es nice 51%. Und ja, das sehe ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Er geht jetzt hier auf die Kehrtwende und das ist prinzipiell okay für mich, weil jetzt halt irgendwas sehr viel Schaden bekommt, weil wir, wie gesagt, Tinted Lens haben und gespeckt sind und auch das Golem sollte 60% bekommen. Alter, was ist hier los? Alter, dieses Illumise ist ja richtig nice. Das gefällt mir halt extrem. Das ist richtig cool. Ach, das ZU, Leute, das ZU. Ich glaube, das könnte echt ein Tier werden, was ich in nächster Zeit ein bisschen öfter spielen werde. Ich habe letztens ja erst eine Aufnahme dazu gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass ich das jetzt ein bisschen öfter bringen werde, wenn ihr es denn wollt. Und wenn ihr auch coole Teams habt, die ich spielen soll, dann haut sie immer gerne rein ins Google Docs Formular. So, ich bin natürlich ins Sunfisk gegangen, selbst wenn er hier das mit EQ predicted hätte, was ich hier nicht unbedingt gesehen hätte, wäre das nicht schlimm gewesen. Das Sunfisk ist so ausgelegt, dass es ganz gut was von Illivoltech nehmen soll und im Fall der Fälle kann ich dann immer noch, wenn es ein Wahlscheiß-Set ist, rauswechseln, wenn zum Beispiel Volbeat. Und ich denke, ich werde jetzt erstmal die Tarnschiene rausholen. Für Swarones kann das praktisch sein, für Chip auf allem. Gut, er geht natürlich jetzt in Koalelu, kann die wieder wegspinnen, aber das ist prinzipiell okay für mich, weil ich jetzt hier erstmal in Volbeat gehen kann und einen Regentanz rausbekomme. Oder will ich das überhaupt machen? Will ich das machen? Ich könnte auch in Illumise gehen, nochmal so einen Specs Bugbuzz rausfeuern. Ich könnte mir doch vorstellen, dass es ein offensives Wahlband-Set ist, so ist es nicht. Dann wäre halt der Chip auf Volbeat gar nicht mal so toll, aber es wäre nicht das Schlimmste überhaupt. Deswegen, glaube ich, gehen wir hier einfach in Volbeat rein. Er hat tatsächlich das Sleep Talk Last Resort Set, okay. Da bleiben aber dafür immerhin die Rocks stehen, was auch gar nicht mal so schlecht ist. So, jetzt müssen wir das Ding halt irgendwie umboxen, ne, weil der boxt uns halt um. Ja, wir müssen halt auf jeden Fall im Bestiolin gehen. Die Frage ist, auf welchen Move gehen wir hier? Superpower wird ihn halt killen. Ich weiß halt nicht, ob Liquidation killt. Immerhin sind wir Adaptability Bestiolin. Ja, das sollte killen. Wir können, glaube ich, einfach auf Liquidation gehen. Das sollte passen. Und er hat hier nicht wirklich was, was er reinwechseln möchte. Und er bleibt drin mit Koalelu und das böllern wir halt einfach um. Sehr, sehr nice. Jetzt geht er in seinen Servine rein, also sein Ephoserb. Normalerweise sollten wir, glaube ich, in Swanna gehen können, oder? Ich bin im Fall der Fälle immer noch mit Illumise schneller. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal in Swanna rein. Das sollte, denke ich mal, passen. Er geht natürlich auf den Leafstorm. Das macht guten Schaden. Ist das gespext? Ich weiß es nicht.
Ich denke, dass man normalerweise den Evoliten spielen wird. Aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist das ja gespext. Wir hauen einen Orkan raus und das killt leider nicht ganz. Das ist aber super für uns gerade, dass er den Leaf Swarm misst. Nee, aber das wäre tatsächlich nicht schlimm gewesen, wenn er uns gekillt hätte. Weil ich dann immer noch in die Lumise gehen kann und dann den halt Revenge killen kann und auch Basculin reinwechseln kann. So ist es nicht. Jetzt muss ich noch ganz kurz überlegen, wie ich das gewinne. Brauche ich den Regen, um zu gewinnen? Also muss ich jetzt hier vielleicht sogar den Regen rausholen? Das muss ich einmal ganz kurz abwägen, weil Elevolte kann nervig sein, aber ich habe Stunfisk noch dafür. Ja, noch Sensevelli. Dafür habe ich im Fall der Fälle noch Swanna, weil das Ganze ja das hier überleben sollte. Sein Swanna könnte gefährlich werden, aber der hilft mir der Regen auch nicht wirklich. Außer dass mein Birtig schneller ist, ne? Ja, das ist schwierig, aber ich will ihm eigentlich gar nicht den Regen geben. Also seinem Swanna nicht den Regen geben. Ich glaube, wir gehen hier einfach auf Surfer, besiegen seinen Servine, also in Ephoserp, und dann schauen wir mal, was er machen wird. Nebenbei, wenn ich mich ein bisschen nasal anhöre, dann tut es mir leid. Ich bin leicht verschnupft, ich weiß, bei dieser Hitze verschnupft zu sein, ist schon ein bisschen weird, aber hey, so ist das. Also ich gehe jetzt in Stunfisk, er könnte das mit dem EQ predicten, das tut er tatsächlich auch. Was aber okay ist, weil ich werde den nächsten Hit überleben. Und dann aktiviert sich meine Gaubebeere, ich kann auf Erdkräfte gehen und einen guten Chip bekommen. Und dadurch, dass er sehr wahrscheinlich gewahlschert ist, werde ich jetzt hier in Swanna reingehen und dann einen Ruheort drücken, weil ich auf jeden Fall bei meinem Swanna auf volle KP holen möchte, weil ich das Ding definitiv gebrauchen kann. So, er geht in seinen Swanna rein, was okay ist für mich. Ich kann jetzt hier erstmal auf Orkan gehen, oder? Ich glaube schon. Oder will ich auf einen Regentanz gehen? Eigentlich will ich ihm halt nicht diesen Boost geben. Aber sobald ich Chip bekommen habe, ist das sowieso egal. Ja, ich glaube schon. Weil ich will halt nicht meinen Orkan missen. Und jetzt hat er sowieso direkt auf Orkan gegangen. Hat getroffen. Jetzt kommt es halt auf den Speed-Tie an. Ich werde auf Orkan gehen. Er gewinnt leider den Speed-Tie. Ist ein bisschen schade. Aber prinzipiell ist das noch okay. Es kann trotzdem nervig werden. So, wir gehen jetzt hier auf einen Icicle Crash. Der bitte treffen muss. Der muss treffen, sonst habe ich ein kleines Problem. Sonst habe ich ein kleines, aber feines Problem. Und möglicherweise war der Play ein Missplay. Ich weiß es halt nicht. Okay, aber Icicle Crash killt. Ich hätte nicht gedacht, dass Icicle Crash killt, weil wir keinen Life-Up haben. Crazy. Ich weiß halt nicht, ob Regentanz ein Missplay war. Aber jetzt, dadurch, dass es killt, war es kein Missplay. Nee, ich glaube nicht. Aber weil Orkan hätte auch missen können auf meiner Seite. So, ich glaube, Regentanz war alles in allem schon das Beste, was ich da hätte machen können. Ich glaube schon. Vor allem jetzt mit dem Wissen, dass Eiszapfhagel gegen Swanna ausreicht, was ich halt normalerweise nicht gedacht hätte. Aber das nehmen wir auf jeden Fall und somit gewinnen wir im Normalfall unser erstes Match hier mit diesem Team. Gefällt mir, wie gesagt, sehr. Also, da ist durchaus ein cooles Team vor uns und das bringt auch Spaß zu spielen. Das ist ja das Wichtigste am Ende des Tages. Regen ist ja immer relativ cool. Und nein, ich wurde für diese Aussage nicht von Menzi bezahlt, denn, ja, Menzi Rain ist auch ganz cool, oder? Für Leute, die noch Menzi Rain kennen, ich weiß es gar nicht, ob das alle hier noch kennen, die das hier gerade sehen. Ist ja schon ein paar Monate her und im Internet ist sowas ja sehr schnelllebig. So, ist ja auch nicht so wichtig. Wir sehen jetzt hier ein Team, was auch relativ viele Probleme gegen Regen haben kann, wenn ich es richtig spiele. Vor allem Siberio sieht hier wieder ganz cool aus. Ich möchte eigentlich auch die Tarnsterne relativ früh rausbekommen. Und ich glaube, ich werde sogar mit Stunfisk leaden, weil Stunfisk gegen relativ viel ein gutes Matchup hat und die Tarnsterne gegen relativ viel rausbekommen kann, außer vielleicht gegen sowas wie Gorgeist. Das ist gar nicht mal so schön, aber auch nicht das Schlimmste überhaupt. Ich glaube, wir gehen hier auf Volbeat. Wenn er dann auf Egelsamen geht, kann ich nämlich auf Ankor gehen, also Zugabe einsetzen. Oder will ich nicht... Will ich nicht die Tarnsterne vorausbekommen? Er geht auch sowieso auf Egelsamen, ne? Aber nee, ich glaube, das Schlauste ist eigentlich auf Volbeat zu gehen, weil ich möchte jetzt hier keine Samenbomben fressen. Ich brauche Stunfisk für dieses Elevoltech bei einer guten Range. Deswegen, ja, fressen wir hier ungern den Chip. Er geht hier auf Egelsamen, das ist okay für mich. Ich gehe auf Ankor. Er macht's gut, geht auf Togetic, aber darauf kann ich jetzt immer noch Regentanz einsetzen. Ich bekomme natürlich dadurch auch Chip, der aber erstmal okay für mich ist. Vielleicht ist er ja irgendwie so ein weirdes offensives Set, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Aber in jedem Fall gehen wir jetzt hier erstmal auf Regentanz. Okay, er macht einen interessanten Double. Na, egal, wir gehen auf jeden Fall jetzt hier auf die Kehrtwende. Wir verlieren hier nicht wirklich viel dran. Und gehen danach in Siberio, weil selbst wenn er Öllicht einsetzt, wir haben die Punusbeere. Und das ist okay für mich, denn dann kann ich einfach hier Eiszapfhagel drücken und jetzt ein bisschen Druck aufbauen. Was ganz nice ist. Ja, wir gehen auf Eiszapfhagel. Er bleibt tatsächlich drin. Das macht weniger Schaden als gedacht. Okay. Vielleicht habe ich Siberio doch ein wenig unterschätzt, beziehungsweise Gorgeist überschätzt.
Aber, ja, okay, das war ein Missplay dann. Dann war das ein Missplay. Hätte ich was anderes reinwechseln sollen, wie Illumise zum Beispiel. Ja, ich glaube, dann holen wir jetzt hier auch Illumise rein. Ha, das war gar nicht mal so toll tatsächlich. Das habe ich jetzt gerade nicht so gut gespielt. Wir hauen jetzt hier einen Bugbuzz raus, wenn er auf Shadow Sneak geht, okay. Ja, böllern wir jetzt erstmal guten Schaden auf die Scoregeist. Und dann holen wir nochmal einen Bugbuzz raus, weil, ja, er will ja nichts wirklich reinwechseln, außer vielleicht Togetic. Nee, aber ich glaube, will ich rauswechseln? Ich glaube, ich gehe mal in Bärtick rein, weil ich keine Lust auf Togetic habe. Sehr, sehr nice. Und wir Esteen jetzt hier erstmal auf dem Ding. Weil normalerweise sollte mir gar nicht mal so viel können. Ja, Roost, damit kann ich leben. Und dann kann ich jetzt hier eigentlich nochmal auf Esteen gehen. Und dann kann ich gleich nochmal einen Eisterpfahl rausfeuern. Aircutter ist okay für mich. Und dann hauen wir jetzt hier einen Icicle Crash raus. Und der wird das Ding natürlich auch besiegen, wenn es denn treffen würde. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Aber ja, muss natürlich nicht treffen. Ja, haben wir jetzt hier einen Night Slash raus. Das sollte ihn jetzt ja auch killen. Ab der Range. Wir sind auf plus 4, sind geburnt. Das reicht natürlich aus. Und jetzt natürlich die Frage, was er reinwechseln möchte. Denn, ja, er muss den Voltag eigentlich reinwechseln, bekommt aber dadurch Wasserdüsen-Chip, den ich auf jeden Fall sehr gerne sehe. Und ja, damit stirbt Bärtick, aber das ist okay, tatsächlich. So, er ist wahrscheinlich auf Wild Charge gelockt, wenn er das Wahlschall-Set ist. Ich würde sagen, wir können in jedem Fall in Stunfisk gehen, selbst wenn er nicht gewahlschallt ist. Wir haben auch keinen Lebenorb gesehen oder so. Das heißt, er hat wahrscheinlich kein Damage-Boostendes Item, außer vielleicht ein Muskelband oder so, keine Ahnung. Das heißt, Erdbeben sollte mich nicht Turret-KO'n. Deswegen können wir jetzt hier erstmal die Tarnsteine rausholen. Die sind sehr praktisch für dieses Galoppa, was gerade reinkommt und natürlich auch für Lapras. Und jetzt die Frage, ob wir hier rauswechseln in Swanna, weil der kann natürlich Wild Charge haben. Oder ob ich einfach drin bleibe. Wie sehr brauche ich meinen Stunfisk für Voltag? Eigentlich schon dringend, aber er ist bald in der Wasserdüsen-Range von Barschuff. Deswegen weiß ich nicht, ob das so notwendig ist. Und ich will eigentlich ungern in mein Swanna reinwechseln. Oder brauche ich mein Swanna so dringend? Es verliert gegen Illivoltech, gegen Lapras macht es nicht allzu viel. Und er hat vielleicht Freeze-Dry, Stromstoß auf Rapidash, Rumpadaus, da bin ich halt schneller, außer als Gewahlscheid, aber kritisch. Moment, ist er überhaupt schneller mit einem Wahlschall? Ja, sollte er. Sollte er, doch. Togetic, ja, dagegen mache ich halt auch nicht so sehr viel. Ich glaube, ich kann in Swanna reingehen, das ist okay. Ich kann es im Fall der Fälle abwerfen. Er geht straight auf den Flare Blitz, macht natürlich soliden Schaden, hat die Leftovers drauf und jetzt ist natürlich die Frage, ob er Stromstoß drauf hat. Er geht weiterhin auf Flare Blitz, also hat er scheinbar keinen Stromstoß drauf und wir holen jetzt hier unser Z-Regentanz raus, wodurch wir erstmal plus 1 in der Initiative bekommen und somit auch schneller als Rapidash sind und jetzt können wir einfach auf Orkan gehen, denn wenn er rauswechselt in Lapras, bekomme ich darauf Chip. Wenn er drin bleibt, ist das auch okay für mich. Und jetzt kann ich einfach in Barschuft gehen und das ist doch nicht so gut, ne? Weil ich muss halt Wasserdüse drücken, er kann auf Lapras gehen. Aber er wird nicht auf Lapras gehen. Wird er nicht. Weil er wird halt durch die Tarnsteine sterben, das Galoppa. Aber ich hätte vielleicht einfach auf Surfer gehen sollen. Selbst wenn er in Lapras geht, dann hätte ich immer noch Orkan drücken können. Ich war halt ein bisschen greedy und wollte zweimal Orkan einsetzen auf Lapras, weil ich mir halt echt gut vorstellen konnte, dass er halt auf Lapras geht, auf dieses Swanna, aber es war halt ein bisschen unnötig. So, jetzt ist die Frage, Aquajet geht. Ich glaube, das muss ich noch nicht mal nachkalken. Wir sind im Regen, Wahlband, Anpassung, natürlich geht das. So, Turret-Tick kommt rein. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Aquajet ab der Range Turret-KO'd. Muss ich das Risiko eingehen? Na, ich verliere eigentlich nicht sehr viel. Wieso geht er nicht in Lapras? Okay, das macht nicht genügend Schaden. Das macht nicht genügend Schaden. Das habe ich dann doch ein bisschen überschätzt, das Besculin hier. Also, dann gehen wir mal einen Stunfisk rein und gönnen uns jetzt hier erstmal ein Toxin. Das ist auf allem eigentlich relativ gut. Oder gehen wir auf Donnerblitz? Das ist eigentlich auch auf allem relativ gut. Ja, wir gehen hier auf Donnerblitz. Da geht aber sogar ein Rumpadaus rein. Das passt für mich. Ich werde jetzt hier, glaube ich, einfach was dagegen abwerfen, weil ich meinen Stunfisk ungern anchippen lassen möchte, weil der immer noch ganz gut gegen Togetic ist. Und ich glaube, Illumise kann ich jetzt hier abwerfen. Das Ding brauche ich hier nicht mehr wirklich. Er geht sogar auf Erdbeben, was ich abfangen kann. Und jetzt kann ich hier einfach auf Donnerblitz gehen und das sollte... Okay, er ist Gewahlschalt, never mind. Das sollte ich nämlich killen. Aber er ist Gewahlschalt. Das bedeutet wiederum für mich, dass wir jetzt hier erstmal in Bestialin gehen. Wir werden auch in Volbeat gehen können und Raindance drücken können. Aber ich glaube, wir drücken einfach Liquidation hier. Nicht Liquidation, das war eigentlich ein voller Missplay, ne? Weil er kann halt immer noch in Lapras gehen, aber aus irgendeinem Grund will er nicht in Lapras gehen. Ich hätte nämlich eigentlich auch Superpower zum Beispiel drücken können. Also ich meine, natürlich ist jetzt gegen Togetic besser, aber
Trotzdem wäre ich, glaube ich, normalerweise auf Superpower gegangen. Selbst wenn dann Togetic geht, weil ich immer noch auf Togetic in Sunfisk rausgehen kann. Also ich weiß nicht. Schwierig, schwierig. Aber er geht jetzt hier in Lapras rein. Ich frage mich halt immer noch, was für ein Lapras das ist, ne? Naja, ich würde sagen, wir gehen hier erstmal in Volbeat rein, schauen mal nach. Der geht auf Dragon Dance. Das ist ein physisches Set. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal auf Zugabe. Okay, jetzt ist er sowieso auf Eissplitter gelockt. Das passt auch für mich. Ja, dann würde ich sagen, können wir jetzt hier nochmal eine Kehrtwende einsetzen. Bekommen damit noch ein bisschen Schaden. Jetzt ist die Frage, ob wir erstmal auf Basculin gehen und dann auf Sunfisk. Ne, wir gehen direkt auf Basculin, würde ich fast sagen, weil, mal ganz kurz überlegen, Erdbeben killt mein Rampardos sowieso nicht, also Stunfisk nicht, so. Das heißt, ich könnte jetzt hier eigentlich einfach Basculin einsetzen und Superpowern, das sollte ihn doch killen, ne? Ja, doch, ich denke mal schon. Dann können wir immer noch in Stunfisk gehen, ja, ich glaube, das sollte passen. Ich glaube, das sollte prinzipiell passen. Superpower sollte den normalerweise killen. Wenn nicht, wäre ich enttäuscht. Aber ich muss nicht enttäuscht sein von Basculin. Damit ist Lapras weg. Er geht in Rampardos rein. Und ich werde jetzt hier auch nicht groß choken, weil, keine Ahnung, vielleicht killt ja irgendwie ein EQ mit Crit meinen Stunfisk. Und ich habe halt einfach die Wasserdüse für... Okay, gibt sowieso auf. Ich habe halt die Wasserdüse für dieses Rampardos. Deswegen, ja, gibt es halt, wie gesagt, keinen Grund hier zu choken. So, und ich würde sagen, wir machen noch ein drittes Match. Wie gesagt, das Team gefällt mir extrem. Also, das ist echt ein nices Team. Kann ich nur, also ich kann jetzt hier nur die Props und die Shoutouts an den guten alten Vidugot, also einfach Dugot, denke ich einfach mal, da lassen, weil die sind, also das Team ist echt nice. Also mir gefällt das Squad extrem. Ich bin natürlich jetzt in der Ladder nicht super weit oben, also ich kann jetzt nicht sagen, ob es ein extrem starkes Team in der höheren Zio-Ladder ist, aber auf den ersten Blick und mit meinen sehr eingeschränkten Zio-Kenntnissen würde ich sagen, dass das Team ziemlich stark aussieht. Aber ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben und gerne auch Verbesserungsvorschläge für den Teambauer, falls ihr da irgendwas habt, falls der Teambauer überhaupt Verbesserungsvorschläge hören möchte. Aber ja, sonst würde ich sagen, dass das Team wirklich nice ist. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal einen Schnitt, bis wir einen Kampf gefunden haben. Bis gleich. So, da sind wir nach einem kurzen Schnitt da und wir sehen hier ein sehr interessantes Team. Ich mag Radikal. Radikal ist cool, der böllert auch ordentlich rein mit einem heißen Orb und Fassade. So, was können wir denn jetzt hier an den Start bringen? Illumise wäre vielleicht wieder eine Option, aber ich habe keine Lust auf Wolverock als Lead-Pokémon. Deswegen ist Stunfisk, glaube ich, auch hier wieder die Option. Ja, Stunfisk hat nicht nur gegen Wolverock ein gutes Matchup, aber auch gegen einige andere Pokémon, wie zum Beispiel Vipitis, sein Radikal, sein Ninjas macht, glaube ich, auch nicht so viel. Ja, das ist sehr, sehr nice. Er Lead tatsächlich mit Wolverock, das ist perfekt für mich. Ich gehe einfach direkt auf die Tarnsteine, weil... Die sind halt praktisch gegen sowas wie Ninjas. Und dann können wir mal schauen, was er machen möchte. So, die Frage ist, was er... Okay, er geht auf Verhöhner. Ja, ich wollte gerade sagen, ich frage, was er jetzt hier reinwechseln möchte, weil er natürlich auch Angst vor den Erdkräften haben muss. Aber er bleibt einfach drin, geht auf Verhöhner. Wir können jetzt dafür unsere Erdkräfte rausbekommen. Und gehen jetzt hier auf Donnerblitz, falls er hier ganz lustig ist und in seinen Ninjas reingeht. Leider tut er es nicht und er geht hier auf Dingens. Auf Endeavor, was echt stark natürlich gerade von ihm ist. Ich habe überlegt, ob ich auf die Tarnsteine gehe, aber nee, der beste Play ist hier, Donnerblitz zu drücken, dieses Wolverock zu besiegen. Und die Sache ist, dass ich einfach Stunfisk raus und reinwechseln muss. Und dann aktivieren sich halt sowieso meine 50% Beere. Und das ist ganz nice. So, Problem ist dieses Evoli, weil der wahrscheinlich dieses Z-Move-Set spielt, oder? Was spielen die denn? Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Evoli spielt. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung. Die Frage ist halt, ob ich jetzt rauswechsle oder hier weitermachen möchte, hier weiter drin bleiben möchte und einfach auf Erdkräfte gehe für Chip. Aber ich glaube, der Chip lohnt sich nicht wirklich. Ich glaube, wir gehen hier einfach in Volbeat rein und schauen mal, was er macht. Er geht für den Z-Move. Leider können wir da drin nicht ankornen, soweit ich weiß, weil das war ein Z-Move und das geht normalerweise nicht. Deswegen hauen wir jetzt hier erstmal einen Raindance raus, würde ich fast sagen, oder? Ich glaube, Ankor bringt nichts, weil du kannst ja normalerweise auch nicht ankommen, wenn du jetzt hier den Z-Move einsetzt. Ich glaube, es... Also, wenn ich jetzt hier stehen würde und er geht... Keine Ahnung, er ist auf Ruckzuckhieb gegangen, ne? Und danach will er auf den Z-Move gehen, dann bringt mir die Zugabe nichts. Und ich glaube, es funktioniert auch nicht, wenn man den Z-Move eingesetzt hat. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Warte, was steht da hier? Oh, any Z-Move. Ja, okay. Dann können wir einfach Raindancen.
Okay, geht tatsächlich interessanterweise raus. Was ich jetzt überhaupt nicht verstehe. Wieso macht er das? Ich meine, ich habe damit kein Problem, aber wieso macht er das? Interessante Sache hier. So, brauche ich jetzt hier noch mein Volbeat? Eigentlich brauche ich es nicht wirklich. Ich glaube, ich kann einfach auf die Kehrtwende gehen. Er bleibt tatsächlich, also geht tatsächlich auf Liquidation, das killt nicht. Das heißt, wir können jetzt hier rauswechseln in... Ja, was wechseln wir jetzt hier rein, ist die Frage, ne? Was wechseln wir da rein? Ich glaube, wir müssen in Beartic reingehen und hoffen, dass Beartic ihn killt. Aber ich gehe mal davon aus, ich hoffe es einfach mal, dass der ihn killt. Da hat er jetzt nicht die besten Death-Werte. Wir gehen, Moment, wir haben gar keinen Superpower. Stimmt, wir hatten gar keinen Superpower auf dem Set. Meinte, dass man Night Slash für Bronzel braucht. Das ist natürlich jetzt kritisch. Das ist jetzt sehr, sehr kritisch. Ja, dann... Boah, Leute, was mache ich denn jetzt hier? Das ist natürlich jetzt gerade eine doofe Sache. Sagt ihr für den Crit hoffen mit Night Slash oder für den Flinch gehen? Das ist jetzt die Frage. Crit oder Flinch? Crit oder Flinch? Ich meine, ein Flinch hat eine höhere Chance. Wir gehen auf den Flinch. Okay, es ist scheinbar so, wie sich gewahlwandelt. Geht auf die Wasserdüse. Und ja, das ist okay für mich. Dann gehen wir jetzt hier nochmal auf Night Slash, weil eisige Crash missen kann. Und dann hauen wir den jetzt weg. Ja, das passt für uns. Aber ja, da habe ich kurz vergessen, dass wir Superpower nicht drauf hatten, weil Superpower hätte, glaube ich, normalerweise gekillt. Wobei ich mir selbst da nicht ganz sicher wäre. Schwierig. Auf jeden Fall kommt jetzt Radikal rein. So, Radikal Ruckzuckhieb wird wahrscheinlich auch auf Ruckzuckhieb gehen. Wir gehen einfach auf die Wasserdüse, bekommen nochmal schön Chip drauf. Und er geht sogar auf Tiefschlag, was perfekt für mich ist, weil ich jetzt somit nochmal eine Wasserdüse drauf bekomme. Wobei, wird er auf Tiefschlag gehen? Nein, wird er nicht. Wir gehen auf Eiszapfagel. Okay, er macht den Missplay. Ja, wobei, es war kein Missplay. Er hat vielleicht einfach die 50-50 gewonnen. Weil wenn ich jetzt in Wasserdüse drücke, dann gewinne ich halt, also gewinne ich diesen Matchup halt. Naja, egal. Am Ende des Tages hat er es gut gemacht, hat es wahrscheinlich predicted oder so. Wir gehen jetzt hier raus in Basculin und drücken einfach Liquidation. Ja, sollte eigentlich passen. Und böllern jetzt hier halt irgendwas um. Und dann, bin ich mal gespannt, was er reinwechseln möchte. Geht auf Tiefschlag, ist okay für mich. Wir böllern dieses Radikal weg. Wenn ich wieder Wasserdüse gedrückt hätte, wäre das schon sehr, sehr lustig gewesen. Vor allem, weil die Wasserdüse vielleicht sogar gereicht hätte. Ich war mir da ein bisschen unsicher. Ich hätte jetzt vielleicht auch öfter in dieser Live mal nachkalten können. Und ich kann hier, glaube ich, einfach Liquidation drücken. Okay, er ist gescarft mit Erdbeben. Interessante Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass man Scarf wie Pitis spielt. Aber man lernt ja nie aus. Und ich glaube, hier drücken wir einfach auf Liquidation und killen den. Ja, gut. Und jetzt hat er nur Ninjask. Und was macht Ninjask gegen die restlichen Pokémon? Ich glaube, das ist ein GG. Und ich glaube, das, ja, kann Ninjask nicht mehr reißen. Ich überlege gerade noch mit Speedboost und Schwertanz und so, aber ich glaube selbst dann, weil ich auch noch, ja, ich habe noch genügend Optionen. Vor allem ist das ein spezielles Ninjask. Okay, jetzt bin ich komplett verwirrt. Dann hauen wir einfach Lumise rein, drücken hier einfach auf Donnerblitz und dann sollte das eigentlich ein GG sein. Final Gambit, okay. Interessant. Ich bin gerade komplett verwirrt. Final Gambit Gigasauer, Leute. Das ist das EU-Tier in der Low Ladder. Aber, ja, so viel zu dem Team. Mir gefällt es extrem. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Wollt ihr öfter Ziyu sehen oder welche Tiers wollt ihr in nächster Zeit sehen? Bewertung und Kommentare sind sehr gerne gesehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.